Mehr als 20 Tonnen Stahl. Ein besonderes Boot auf dem Weg zum Altmühlsee. Dieser Saugbagger kommt zum ersten Mal im fränkischen Seenland zum Einsatz. 2 Kilometer weiter, die Arbeiter einer Spezialfirma verkleben eine Rohrleitung. 30 Zentimeter im Durchmesser, 12 Meter pro Rohr. Per Heißklebeverfahren werden die einzelnen Rohre verschweißt. Als schwimmende Leitung kommen die Rohre auf den Brombachsee-Überleiter, dem Verbindungskanal zwischen Altmühl und Brombachsee. Am Seeufer bereiten die Arbeiter das Boot zum Abladen vor. Das Herzstück, die Sedimentschnecke, die am Grund des Sees zum Einsatz kommen soll. Dieser Propeller, diese Schraube löst das Sediment, die Ablagerung am Seeboden, weil das jetzt zum Teil fest drauf ist. Und dann wird dieses gelöste Sediment zusammen mit Wasser abgesaugt, über eine Pumpe angesaugt und durch eine schwimmende Leitung zu den Absetzbecken befördert. Zwei solcher Absetzbecken sind gut 2,5 Kilometer vom See gebaut worden. Fassungsvermögen 25 Millionen Liter. Hier soll der Schlamm mit Seewasser hingepumpt werden. Wir gehen davon aus, dass es zwischen 5 und 7 Tage dauert, bis eins dieser Becken vollgepumpt ist. Und dann entsprechend 2, 3 Tage lässt man das Wasser ruhen, absetzen und dann kann man es abziehen. Wenn der Sedimentschlamm gut 10 Monate durchtrocknet, dann können ihn die Landwirte als Dünger nutzen. Eine Maßnahme, um den Altmühlsee langfristig vor dem Verschlammen zu retten. Doch so weit ist es noch nicht. Erst muss der Saugbagger sich im See bewähren. Es ist das erste Mal, tatsächlich eine Premiere. Wir haben noch nie eine Landung gemacht und sind selber ganz gespannt, wie es funktioniert, ob die tatsächlich das Sediment rauskriegen, wie gut sich das dann absetzt in den Absetzbecken, wie viele Landwirte man findet, die das dann abnehmen. Also für uns ist das eine neue Geschichte und wir sind sehr gespannt, wie das alles funktioniert. Nun sind die ersten Testfahrten geplant. Dann wird sich zeigen, ob die Investition von gut 1 Million Euro sich auch für den Altmühlsee lohnen wird.